Ich bin durch mein Wollgeschäft gegangen, auf der Suche nach irgendeinem coolen Materialmix. Ich hatte Lust, zwei Garnarten miteinander zu kombinieren, die so eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und dabei ist dieses Tuch entstanden. Und welche Garnarten ich da kombiniert habe und wie das Tuch im Ganzen aussieht, das zeige ich dir in diesem Video. Als ich dann durch mein Wollgeschäft gegangen bin und mir die Regale angeguckt habe, war es noch tiefster Winter und ich hatte schon keine Lust mehr auf Grau und Grau und Kälte und ich habe mir so den Frühling herbeigesehnt und dann ist mir die Lazy Hazy Summer Cotton von Rico Design in die Hände gefallen. Das ist ein Mix aus Baumwolle, Polyester und Polyacryl und es hat 50 Gramm mit 145 Metern und die ist so ganz leicht gesprenkelt. Ich habe daraus schon einen grünen Pullover gestrickt mit so einer Rundpaste. Das hat auch schon super viel Spaß gemacht. Und also dieses Garn lässt sich super kombinieren und vor allem durch diese Sprenkel in dem Garn lässt sich das natürlich auch jetzt kleidungstechnisch mit ganz, ganz vielen anderen Farben kombinieren. Und dieses Gelb, das ist ja auch schon so ein abgedunktes Gelb, da ist jetzt hier Grau drin, da ist Rosa drin. Ich finde aber dieses Grau, das hat auch so einen leichten bläulichen Stich. Das heißt also, ich habe dann dieses Knäuel genommen und habe dann gesagt, okay, dann gehst du mal weiter hier durchs Wollgeschäft und guckst dir die Regale an und schaust mal, was da passen könnte. Und dabei ist mir dann die Organic Cotton von Rico Design in die Hände gefallen. Die passen jetzt von der Lauflänge nicht hundertprozentig zusammen. Also das ist hier 50 Gramm, 105 Meter und 100% Bio-Baumwolle. Und das ist jetzt nicht die Farbe, sondern eine Farbe dunkler. Ich wollte dir einfach nur mal zeigen, dass man halt wirklich spielen kann und dass jetzt zu der Lazy Hazy jetzt nicht nur das eine hellblau passt, sondern dass man da ganz viele andere Sachen auch zu nehmen kann. Ich könnte mir auch ein Grau gut vorstellen. Also da ist jetzt halt der Kreativität mal wieder keine Grenzen gesetzt. Und gut, dann habe ich gesagt, okay, ich würde gerne die Lazy Hazy so als großes Ganzes haben und ich möchte mit der Organic Cotton möchte ich so ein Highlight setzen, so einen Blickfang. Ja, und dabei ist dieses Tuch rausgekommen. Ich habe dann so durch die Anleitung geguckt, habe mich so inspirieren lassen. Was habe ich eigentlich schon für Tücher? Was wünsche ich mir noch für meinen Laden? Und ja, dabei ist das rausgekommen und die liebe Erika hat das für uns gestrickt. Ich habe ja so viele andere Projekte auch noch auf dem Nadeln, dass ich gesagt habe, okay, damit das alles zum Frühling passend fertig wird, brauche ich unbedingt Hilfe. Und die habe ich dann bekommen und ich möchte dir dieses Tuch jetzt einmal im Ganzen zeigen. Das ist das Tuch Wunder. Es passt mal wieder nicht drauf. Also, hier siehst du quasi das wundervolle Lochmuster und dann die Übergänge, ne, in das Blaue. Und hier dann auch nochmal. Und ich finde, man kann sich das auch, wenn es jetzt vielleicht, wenn es Sommer ist und es dann zum Abend hingeht, dann kann man sich das Tuch total gut so überwerfen. Und es geht wirklich ziemlich tief runter bis zum unteren Rücken, dass das also wirklich der Rücken halt gewärmt ist. Und dann kann man sich das hier vorne noch so überschlagen. Ich stehe nochmal auf. Also ich liebe diesen, einfach diese Kombination von den beiden. Und ich zeige dir gleich noch eine andere Tragevariante, die ich auch super gerne trage. Jetzt nochmal zu dir. Wenn du jetzt sagst, boah, das Tuch finde ich gut, aber die Farben sind nicht meine, ich würde da gerne was anderes nehmen, dann schau super gerne in meinen wolligen Onlineshop rein. Da kannst du dir nämlich aus ganz vielen verschiedenen Farben von der Lazy Hazy deine Lieblingsfarbe aussuchen. Und ein bisschen weiter unten kannst du dir dann die Organic Cotton zusammenstellen. Für dieses Tuch sind drei Lazy Hazy Summer Cotton und drei Organic Cotton verstrickt worden. Das macht der Onlineshop aber alles komplett alleine. Du müsstest jetzt nur noch einfach gucken, was sind deine Lieblingsfarben, welche Farbkombination ist für dich die richtige. Und dann kannst du das einfach durch Anklicken auswählen. Zum Schluss wirst du noch gefragt, ob du Maschenmarkierer haben möchtest oder die passenden Stricknadeln. Und schwuppdiwupp, fertig ist es. So, und jetzt zeige ich dir nochmal, wie ich das auch sehr gerne binde, dass auch diese beiden Farben nochmal so richtig cool zur Geltung kommen. Damit diese beiden Kombinationen und die Farbkombination einfach gut rauskommt, trage ich das auch ganz oft so, dass ich mir das Tuch einfach so umlege, wie ich das am Anfang halt auch hatte. Und dass ich dann hier mir im zweiten Schritt hier vorne mir so einen kleinen Knoten reinmache oder man kann auch eine Schleife reinmachen. Und dann hat man nämlich alle Farben oder beide Farben, die Farbkombination einfach richtig cool hier vorne. Und vor allem, ich finde, das sieht richtig schick aus, wenn man das einfach so trägt. Hier könnte man es jetzt noch ein bisschen runter machen. Genau. So. Also, wie gesagt, ich einfach dieses Tuch mit diesen beiden Farben.
oder mit deinen beiden Lieblingsfarben und dem Lochmuster. Ich finde, es wirkt einfach total super. So, jetzt ist an dir, wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne dir auch so ein Tuch stricken, dann geh in den Shop, such dir deine Lieblingskombination aus und genau, innerhalb von ein paar Tagen wirst du dann die Wolle haben und dann kannst du auch loslegen und den Frühling und Sommer dir ins Haus holen.